Ein dunkler Tunnel. Duschkabinen aus den 1940er Jahren. Eine Druckluftklappe. Und eine Badewanne. Wir sind unterwegs in Kassels Bunkerwelten. Aber fangen wir am besten ganz von vorne an. Dieses Haus in der Kasseler Friedrich-Engels-Straße ist kein normales Haus. Das wird jedoch erst deutlich, wenn man es von der Rückseite aus betrachtet. Es ist ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Gebaut wurde er für die Angestellten der Reichsbahn. Im Fall eines Bombenangriffs konnten sie durch einen Tunnel aus dem Verwaltungsgebäude von der Bismarckstraße aus in den Bunker. Thomas Gudella und Bernd Tappendeck vom Kasseler Verein Vikonauten zeigen uns das Innenleben des Betonbaus. Von außen sollte er wie ein normales Gebäude aussehen. Doch schon die Wandstärke kurz hinter dem Eingang weist auf die Schutzfunktion im Ernstfall hin. Vier Stockwerke hat der Hochbunker insgesamt. Drei davon befinden sich über der Erde. Dort befinden sich Büroräume der Reichsbahn, die heute von der Kulturbunker GmbH genutzt werden. In den Räumen, in denen früher Akten gewälzt wurden, proben heute Musiker. Am interessantesten ist es jedoch im Untergeschoss. Als der Bunker 1940 gebaut wurde, legte man scheinbar viel Wert auf Annehmlichkeiten. Ungewöhnlich ist etwa der Einbau einer Heizung, denn in den Bunkern hatte man damals eher Probleme damit, die Räume abzukühlen. Wenn sich viele Menschen im Ernstfall versammelten, wurde es schnell warm. Kühlaggregate, wie es auch im Hochbunker an der Friedrich-Engels-Straße existiert, sollten Abhilfe schaffen. Auch Duschkabinen sind für einen reinen Schutzraum eher ungewöhnlich. In diesem Hochbunker gibt es neben den Nasszellen sogar Badewannen. Das alles weist darauf hin, dass hier vor allem privilegierte Parteigenossen Schutz finden sollten. Immer tiefer geht es in die Unterwelt des alten Bunkers. Bis in einen Tunnel, der abrupt vor einer gemauerten Wand endet. 160 Meter war dieser Tunnel ursprünglich lang. Er verband den Hochbunker mit dem Gebäude der Reichsbahn, das noch heute in der Bismarckstraße steht.